Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. George Orwell, 1984. Aus dem Englischen von Michael Walter. Dritter Teil. You've got two new messages. First message. Eins, zwei, drei. Test, Test. Drei, vier. Ich bin Julia. Julia Gordon. Sie sagen uns... Sie sagen... Zwei Falsche machen es niemals richtig. Klar, wir zwei sind falsch. Du und ich. Du und ich! Und wir sagen ihnen... Sagen ihnen... Ist doch alles nicht so wichtig. Sie sagen uns, zwei Schlechte machen niemals Mut. Ja. Darin sind wir ziemlich gut. Wir sind schlecht. Wir zwei sind schlecht. Du und ich. Yeah, honey. Und wenn schon, ja. Darin sind wir ziemlich gut. Winston. Winston, wach auf. Ich hab Hunger. Wie spät ist es denn? Gleich 8. Komm, wir machen uns noch einen Kaffee. Mist. Der Kocher ist aus. Und das Wasser ist kalt. Sie hob den Kocher hoch und schüttelte ihn. Kein Petroleum drin. Der alte Charrington hat bestimmt was für uns. Komisch. Ich hab noch extra nachgeschaut, ob er voll ist. Ich zieh mich an. Es scheint kälter geworden zu sein. Während sie den Gürtel ihres Overalls zumachte, schlenderte Winston zum Fenster. Die Sonne musste hinter den Häusern untergegangen sein. Sie schien nicht mehr in den Hof. Die Steinplatten schimmerten feucht, als seien sie eben geschrubbt worden. Rastlos marschierte auf dem Hof unten die Frau hin und her, stopfte sich ab und zu eine Wäscheklammer zwischen die Lippen, sang und verstummte dann wieder. Julia hatte sich neben Winston gestellt. Gemeinsam schauten sie mit einer gewissen Faszination auf die robuste Gestalt da unten. Der massive, umrisslose Leib wie ein Granitblock und die raue rote Haut verhielten sich zu einem Mädchenkörper wie die Hagebutte zur Wildrose. Sie ist schön. In die Hüften misst sie glatt einen Meter. Das ist eben ihre Art, schön zu sein. Sein Arm umschlang mühelos Julias geschmeidige Taille. Wenn es überhaupt noch eine Hoffnung gibt, dann liegt sie bei den Proles. Die Zukunft gehört den Proles. Die Proles sind unsterblich. Irgendwann werden sie erwachen. Und bis dahin, auch wenn es noch 1000 Jahre dauert, würde sie allem zum Trotz weiter singen. Die Vögel sangen, die Proles sangen, die Partei sang nicht. In aller Welt, in London und New York, in Afrika und in Brasilien und in den geheimnisvollen, verbotenen Ländern jenseits der Grenzen, in den Straßen von Paris und Berlin, in den Dörfern der endlos weiten russischen Ebene, auf den Märkten Chinas und Japans. Überall stand diese gleiche, massige, unüberwindliche Gestalt, unförmig geworden durch Arbeit und Niederkünfte, die von der Geburt bis zum Tod schuftete und dabei sogar noch sang. Die Vögel singen, die Proles singen, die Partei singt nicht. Wir sind Tote. Wir sind Tote. Ihr seid Tote. Da, hinter dem Bild. Man hörte einen Schnappen, so als sei eine Arretierung gelöst worden, und das Zerschellen vom Glas. Das Bild war zu Boden gefallen, und dahinter war der Teleschirm sichtbar. Jetzt können Sie uns sehen. Jetzt können wir euch sehen. Hände hinter den Kopf. Stellt euch in die Zimmermitte. Rücken an Rücken. Berührt euch nicht.
Unten im Haus trampelten Stiefel. Der Hof schien plötzlich voller Männer. Etwas wurde über die Steinplatten geschleift. Der Gesang der Frau unten war abrupt verstummt. Man hörte ein langes, dröhnendes Scheppern, so als sei der Waschzuber quer über den Hof geschleudert worden. Und dann einen Tumult wütender Stimmen, der mit einem Schmerzensschrei endete. Das Haus ist umstellt. Das Haus ist umstellt. Aufmachen! Ich glaube, wir sollten uns jetzt voneinander verabschieden. Ihr solltet euch voneinander verabschieden. Und da wir gerade beim Thema sind, und dieses Kerzlein leuchtet dir drauf, und dieses Hackbeil hackt ab deinen Kopf. Aufmachen! Etwas krachte hinter Winston aufs Bett. Die Spitze einer Leiter war durchs Fenster gerammt worden und hatte den Rahmen zertrümmert. Jemand kletterte durch das Fenster. Stiefel polterten die Treppe herauf. Männer in schwarzen Uniformen, mit eisenbeschlagenen Stiefeln an den Füßen und Schlagstöcken in den Händen. Wieder krachte es. Jemand hatte den gläsernen Briefbeschwerer vom Tisch genommen und ihn auf der Kaminplatte zerschmettert. Das Korallenstückchen, eine winzig kleine Zuckerrosenknospe, kullerte über den Vorleger. Wie klein, dachte Winston. Wie klein sie doch die ganze Zeit über gewesen ist. Dann schrie Julia. Einer der Männer hatte ihr die Faust in die Magengrube gerammt und sie war wie ein Taschenmesser zusammengeklappt und schnappte nach Luft. Winston wagte nicht den Kopf auch nur um einen Millimeter zu drehen. Zwei Männer hoben sie an Knien und Schultern hoch und schleppten sie wie einen Sack aus dem Zimmer. Ihre Augen geschlossen, auf der Wange verschmiertes Rouge. Er stand unbeweglich da. Sein Blick fiel auf die Splitter des gläsernen Briefbeschwerers. Heben Sie das auf. Mr. Charrington trug noch immer seine alte Samtjacke, doch sein ehemals fast weißes Haar war schwarz geworden. Splitter aufheben. Oh, die Herrschaften haben im Bett gelegen. Man hat sich ein wenig die Zeit vertrieben. Ja, junger Freund, einmal geht eben alles zu Ende. Sein Körper hatte sich gestrafft und er schien größer geworden zu sein. Sein Gesicht war wachsam und kalt. Winston begriff, dass er zum ersten Mal in seinem Leben wissentlich einem Mitglied der Gedankenpolizei gegenüberstand. Eine Zelle. Fensterlos. 2 Meter lang, 1 Meter breit, 2 Meter hoch, 399 Kacheln. Operationssäle, Leichenhallen, Schlachthäuser sind gekachelt. Kacheln sind praktisch. Erbrochenes, Blut, Urinspritzer, Scheiße, lassen sich leicht entfernen. Smith W. Hände aus den Taschen in der Zelle. Winston wusste nicht genau, wo er war. Vermutlich im Ministerium für Liebe. Doch es gab keine Möglichkeit, sich Gewissheit zu verschaffen. Er saß in einer hohen, fensterlosen Zelle. An O'Brien dachte er, mit flackernder Hoffnung. O'Brien musste wissen, dass man ihn verhaftet hatte. Er versuchte, die Porzellankacheln an den Zellenwänden zu zählen. Es war im Grunde nicht schwierig.
Doch an irgendeiner Stelle verzählte er sich immer. Jetzt hörte er Stiefel. Die Stahltür flog dröhnend auf. Ein junger Offizier kam schneidig herein, ganz in glänzendes Leder gekleidet. Er winkte den Wachen draußen, den Gefangenen reinzubringen. Und jetzt erschien Parsons an der Zellentür. Er trug Khaki-Shorts und ein Sporthemd. Winston? Sie sind doch Winston Smith. Und Sie erkennen mich, oder? Parsons! John Parsons, Ihr Nachbar! Weshalb sind Sie hier? Gedankendelikt? Parsons Tonfall drückte ein völliges Eingeständnis seiner Schuld und zugleich eine Art ungläubiges Entsetzen darüber aus, dass so ein Wort überhaupt auf ihn angewendet werden konnte. Wenn das kein Zufall ist, ist doch merkwürdig, dass man mich zu Ihnen steckt. Die wissen es doch, dass wir Nachbarn sind. Sie glauben doch nicht, dass Sie mich erschießen werden, alter Junge, oder? Die erschießen einen doch nicht gleich, wenn man eigentlich gar nichts angestellt hat. Bloß in Gedanken. Und da kann man doch nichts für. Ich weiß, dass man eine faire Verhandlung kriegt. Oh, da habe ich vollstes Vertrauen. Die kennen doch garantiert meine Personalakte, was, Smith? Smith? Was ist? Können Sie nicht reden? Oder darf man hier nicht? Ich mache ja nichts Unrechtes. Ich mache keine Probleme. Ich bestimmt nicht. Ich habe immer meine Pflicht getan. Gemeinschaftswandern und so. Auf mich war immer Verlass. Immer. Das wissen die ja auch. Ich werde mit 5 Jahren davon kommen. Glauben Sie nicht? Oder vielleicht auch mit 10? Ja? Die werden mich doch nicht erschießen. Bloß weil ich einmal auf die schiefe Bahn geraten bin. Sind Sie schuldig? Natürlich, schrie Parsons mit einem hündischen Seitenblick zum Teleschirm. Natürlich bin ich schuldig. Sie glauben doch nicht etwa, die Partei würde einen Unschuldigen verhaften lassen. Sein Froschgesicht entspannte sich und bekam sogar einen etwas scheinheiligen Ausdruck. Gedankendelikt ist wirklich eine schreckliche Sache, alter Junge. Heimtückisch. Wissen Sie, wann es mich erwischt hat? Im Schlaf. Es kann einen sogar erwischen, ohne dass man es merkt. Ja, Tatsache. Da lebte ich also und schuftete und versuchte, meinen Teil zu leisten und ahnte die ganze Zeit nicht, dass ich schlimme Dinge im Kopf hatte. Und dann rede ich im Schlaf. Wissen Sie, was ich gesagt haben soll? Er senkte die Stimme wie jemand, der aus medizinischen Gründen gezwungen ist, etwas Unanständiges zu sagen. Nieder mit dem großen Bruder. Ja, und zwar mehrfach. Bin froh, dass Sie mich geschnappt haben, ehe es noch schlimmer werden konnte. Wer hat Sie angezeigt? Meine kleine Tochter, sagte Parsons mit einer Art verdrossenem Stolz. Sie hat am Schlüsselloch gehorcht. Ja, und ist gleich am nächsten Tag zur Polizeistreife marschiert. Ganz schön gerissen für eine 7-jährige Göre. Wie? Ich bin ihr deshalb nicht böse. Eigentlich bin ich sogar stolz. Es zeigt jedenfalls, dass ich sie im richtigen Geist erzogen habe. Was ist los? Warum sagen Sie nichts? Die Zellentür ging auf. Zimmer 101. Keuchen und Panik neben Winston. Ich gestehe alles. Alles! Ich habe alles gesagt, schrie Parsons. Ihr müsst mich nicht dorthin bringen. Schreibt es auf und ich werde es unterschreiben. Alles! Nur nicht Zimmer 101. Zimmer 101. Den da! Den da solltet ihr mitnehmen, nicht mich! Ihr habt nicht gehört, was er gesagt hat. Er ist ein Gedankenverbrecher. Er ist gegen die Partei. Nicht mich! Sein Kopf war nach vorn gesunken. Den da! Wollt ihr doch! Parsons Kampfgeist war restlos erloschen und er wurde rausgeführt. Zimmer 101. Nicht mich! Nicht! Zimmer 101. Nicht mich! 101. Dann, nach langer Zeit, näherten sich die Stiefelschritte wieder. Die Zellentür ging wieder auf und O'Brien trat ein.
Sie hat man auch erwischt? Mich hat man schon lange erwischt. Er trat zur Seite. Hinter ihm erschien ein breitschultriger Wachmann mit einem langen schwarzen Gummiknüppel in der Hand. Sie wussten es, Winston. Machen Sie sich nichts vor. Sie haben es gewusst. Schon immer. Ja, jetzt begriff er. Er hatte es immer gewusst. Es waren 5 oder 6 Schwarzuniformierte gewesen. Gleichzeitig 5, 6. Immer gleichzeitig. Aber nun war keine Zeit, um darüber nachzudenken. Manchmal mit den Fäusten, manchmal Gummiknüppel oder mit den Stiefeln. Fußtritte. In Rippen, Bauch oder in die Hoden. Er stürzte wie paralysiert auf die Knie. Alles war in gelbem Licht explodiert. Unfassbar. Unfassbar, dass ein einziger Hieb solche Schmerzen auslöst. Es gibt keine Helden. Nein, keine Helden mehr, dachte er immer wieder, als er am Boden lag. Was geschieht in Zimmer 101? Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich Ihnen vielleicht gestatten, Fragen zu stellen. Wissen Sie, wie lange Sie hier sind? Es müssen Wochen sein oder Monate. Keine 3 Wochen. An den ersten 3 Tagen bekamen Sie nichts zu essen. Dann gab es Suppe und Brot, manchmal Kaffee. Erinnern Sie sich? Ja. Licht fiel Winston ins Gesicht. Es wirkte heller als sonst. O'Brien stand neben ihm und blickte gespannt auf ihn herab. Sie erinnern sich an Männer in weißen Kitteln, die ihren Puls fühlten, ihre Reflexe prüften, die ihnen Spritzen gaben. Suppe und Brot, manchmal Kaffee. Erinnern Sie sich? Ich erinnere mich. Auch nachdem er die Augen geöffnet hatte, nahm Winston seine Umgebung nur allmählich wahr. Er hatte den Eindruck, aus einer ganz anderen Welt in diesen Raum emporzutauchen. Aus einer Art Unterwasserwelt, die tief unter ihm lag. Wie lange er dort unten gewesen war, wusste er nicht. Sie haben gestanden. Sie haben alles gestanden. Auf der anderen Seite wartete ein Mann im weißen Kittel mit einer Injektionsspritze in der Hand. Ob Tage, Wochen oder nur Sekunden vergangen waren, vermochte er nicht zu sagen. Sie gehören einer Untergrundorganisation an, die das Ziel hat, den großen Bruder zu bekämpfen und zu stürzen. Ist das richtig? Ja. Mit jenem ersten Hieb auf den Ellbogen hatte sein Albtraum begonnen. Wie oft war er geschlagen worden? Wie lange hatte es gedauert? Er wusste es nicht mehr. Hast du noch einen Mund, der aussagt? Oder eine Hand, die unterschreibt? Ja, alles, was sie verlangen. Einzige Sorge ist, herauszufinden, welches Geständnis sie wollten. Und es dann rasch zu gestehen. Sonst geht die Schinderei wieder los. Es war einfacher, ein umfassendes Geständnis abzulegen und jeden zu belasten. Außerdem stimmte das in gewisser Weise alles. Es stimmte, dass er ein Feind der Partei gewesen war. Und in den Augen der Partei bestand zwischen den Gedanken und der Tat kein Unterschied. Honey, du hast so eine Art, so wie du sprichst, so wie du bist. Das macht mich so, so. Die Art, wie du bei mir tief runter in den Nacken fährst. Und ich würde alles tun. Ich würde alles tun, ja, ich würde alles tun. Bin so eine, 26. Bin eine, die mit den Wölfen heult und sowas wie du, Honey. Einer wie du. Da riskier ich's, Honey. Julia, bist du das? Julia, bist du das?
Ich werde gestehen müssen. Ich werde gestehen müssen. Aber jetzt noch nicht. Nein. Nicht gleich, nein. Ich muss das aushalten. Winston war unter blendenden Lampen auf einer von Skalen eingerahmten Liege festgeschnallt. Noch dreimal. Nein, nein, nein. Noch zweimal. Noch zweimal halte ich das aus. Und dann erzähle ich alles. Alles. Alles, was Sie hören wollen. Zimmer 101. Winston Smith. Zimmer 101. Ein Mann im weißen Kittel. Da ist ein Mann im weißen Kittel. Er dreht sich nicht um. Wieso dreht er sich nicht um? Er dreht sich nicht um. Der Mann liest Skalen ab. Er schaut über die Skalen und in einen gewaltigen Korridor. Ein Kilometer breit. Strahlend im goldenen Licht. Und jetzt brülle ich vor Lachen. Hörst du es? Ich gestehe. Ja, ich gestehe. Alles. Alles. Und sie sind alle hier, die Wachen. Die Verhörspezialisten. Die Männer in Weiß. O'Brien. O'Brien ist auch da. O'Brien ist auch da. Auch du. Auch du, Julia. Mr. Charrington. Was macht ihr denn da? Ihr kullert zusammen durch den Korridor und brüllt vor Lachen. Etwas Fürchterliches. Etwas, was die Zukunft bereitgehalten hat, ist gerade übersprungen worden. Und irgendwie nicht eingetreten. Und irgendwie nicht eingetreten! Nein, 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 nein. Ist alles in Ordnung, ist alles in bester Ordnung. Es gibt keinen Schmerz mehr. Wie wir alle wissen, beginnt jedes Verbrechen mit dem Gedanken daran, Parteigenossen. Wenn ihr also lernt, eure Gedanken zu kontrollieren, dann kontrolliert ihr das Verbrechen. Gedankenverbrechen führen nicht zum Tod, sie sind der Tod. Angst, Winston. Sie stehen in meiner Obhut. Ich habe sie 7 Jahre lang beobachtet. Jetzt ist der Wendepunkt gekommen. Ich werde sie retten. Ich werde sie vollkommen machen. Erinnern Sie sich, Winston? Wir werden uns an dem Ort treffen, wo keine Dunkelheit herrscht. Theorie und Praxis des oligarchischen Kollektivismus von Immanuel Goldstein, Kapitel 1: Unwissenheit ist Stärke. Was die Massen meinen oder nicht meinen, wird als gleichgültig angesehen. Man kann ihnen intellektuelle Freiheit einräumen, weil sie keinen Intellekt besitzen. Bei einem Parteimitglied jedoch kann selbst in der unbedeutendsten Frage auch nicht die geringste Meinungsabweichung geduldet werden. Ein Parteimitglied lebt von der Geburt bis zum Tod unter den Augen der Gedankenpolizei. Sogar wenn es allein ist,
kann es nicht sicher sein, dass es wirklich allein ist. Theorie und Praxis, also oligarchischen Kollektivismus. Wo es auch sein mag. Ob es schläft oder wacht, arbeitet oder ausruht, im Bad oder im Bett liegt, es kann ohne Vorwarnung und ohne sein Wissen überwacht werden. Nichts, was ein Parteimitglied tut, ist gleichgültig. Nichts. Seine Freundschaften, seine Zerstreuungen, sein Verhalten gegenüber Frau und Kindern, sein Gesichtsausdruck, wenn es allein ist, die Worte, die es im Schlaf murmelt, sogar typische Körperbewegungen. Seine Freundschaften, seine Zerstreuungen, sein Verhalten gegenüber Frau und Kindern. Alles wird misstrauisch geprüft. Theorie und Praxis ist es. Oligarchischen Kollektivismus von Emanuel Goldstein. Und dann folgte auch noch was zum Doppeldenk. Doppeldenk. Doppeldenk bedeutet die Fähigkeit, gleichzeitig zwei einander widersprechende Überzeugungen zu besitzen. Der Parteiintellektuelle weiß, in welcher Richtung seine Erinnerung geändert werden muss. Er weiß deshalb auch, dass er der Wirklichkeit einen Streich spielt. Aber durch die Anwendung von Doppeldenk versichert er sich auch darüber, dass die Realität nicht angetastet wird. Versteht ihr mich? Dialektik. Doppeldenk ist der Kern des Engsorts. Denn das Hauptgeschäft der Partei besteht in bewusster Täuschung, Winston, bei der sie die Unerschütterlichkeit absoluter Redlichkeit bewahrt. Bewusste Lügen zu erzählen, an die man ehrlich glaubt. Wenn die Partei sagt, dass 2 plus 2 5 ist, Freundinnen und Freunde, dann werden wir der Partei vertrauen. Ja, denn Unwissenheit ist Stärke und Freiheit ist Sklaverei. So macht die Partei unser Leben und unsere Zukunft leichter und jeden Tag schöner. Keine Angst, Winston. Sie stehen in meiner Obhut. Ich werde sie retten. Ich werde sie vollkommen machen. Erinnern Sie sich, Winston? Ich sagte Ihnen doch, wenn wir uns wieder treffen, würde es hier sein. Winston kam wieder zu sich. Er lag fast flach auf dem Rücken und konnte sich nicht rühren. Sein Körper war an die Unterlage gefesselt. Sogar der Hinterkopf wurde irgendwo festgehalten. O'Brien blickte ernst und beinahe traurig auf ihn herab. Seine Hand lag auf einer Skala mit ringförmiger Zahleneinteilung, an der ein Regler angebracht war. Ohne jede Vorwarnung, bis auf eine kleine Handbewegung von O'Brien, raste eine Welle von Schmerz durch seinen Körper. Es war ein beängstigender Schmerz, denn Winston konnte nicht sehen, was passierte, und er hatte das Gefühl, als würde ihm eine tödliche Verletzung zugefügt. Er wusste nicht, ob es wirklich passierte oder ob die Wirkung elektrisch erzielt wurde. Aber sein Körper wurde aus der Form gezogen, die Gelenke langsam auseinandergezerrt. Sie haben Angst. Angst, dass im nächsten Moment irgendetwas bricht. Sie sehen im Geist ganz deutlich vor sich, wie die Rückenwirbel auseinanderreißen und die Rückenmarkflüssigkeit heraustropft. Das denken Sie doch, Winston, oder? Dieser Apparat hier erzeugt Stromstöße. Das war Stärke 40. Wie Sie sehen, reichen die Zahlen auf der Skala bis 100. Ich habe es in der Hand, Ihnen jeden Moment und jeden gewünschten Grad Schmerzen zuzufügen, falls Sie mir Lügen auftischen.
Haben Sie das verstanden? Ja. Ich gebe mir Mühe mit Ihnen, Winston, weil Sie der Mühe wert sind. Sie wissen ganz genau, was mit Ihnen los ist. Auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. Sie sind geistesgestört. Sie leiden an einem Gedächtnisdefekt. Sie glauben, sich an Ereignisse zu erinnern, die nie stattgefunden haben. Zum Glück ist das heilbar. Sie selbst haben sich nie davon zu heilen versucht. Nur eine kleine Willensanstrengung war nötig, aber Sie wollten nicht. Sogar jetzt halten Sie an Ihrer Krankheit fest, in dem Wahn, sie sei eine Tugend. Ein kleines Beispiel für diesen Gedächtnisdefekt. Mit welcher Macht befindet sich Ozeanien, unser Land, augenblicklich im Krieg? Mit Ostasien. Gut. Und Ozeanien war schon immer im Krieg mit Ostasien. Die Partei behauptet es. Winston sog die Luft ein. Er öffnete den Mund, um weiter zu sprechen, und sagte dann nichts. Er konnte den Blick nicht von den Skalen des Apparates über ihm abwenden. Erzählen Sie mir, was Sie glauben. Was behaupten Sie? Ich erinnere mich, dass wir uns vor kurzem im Krieg gegen Eurasien befanden. Wir waren mit Ostasien verbündet. Dieser Krieg hat 4 Jahre gedauert. O'Brien unterbrach ihn mit einer Handbewegung. Sie erinnern sich also. Eine wirklich ernste Wahnvorstellung. Winston unternahm eine verzweifelte, qualvolle Anstrengung, seinen Oberkörper freizubekommen. Er konnte sich in keiner Richtung auch nur einen Zentimeter bewegen. Nein, sie existiert. Sie existiert nicht. Sie hat nie existiert. Es gibt Fotos. Es gibt Berichte. Es existiert in der Erinnerung. Ich erinnere mich. Sie erinnern sich. Nein, ich erinnere mich nicht daran. Winston hatte das Gefühl absoluter Hilflosigkeit. Das war Doppeldenk. Hätte er sicher sein können, dass O'Brien log, wäre es nicht weiter schlimm gewesen. Aber war es möglich, dass O'Brien das alles wirklich vergessen hatte? Und wenn ja, dann würde er seine Vergesslichkeit bereits vergessen haben. Und auch dieses Vergessen gäbe es nicht mehr? Konnte diese irrsinnige Verschiebung im Denken tatsächlich möglich sein? Das war die Überlegung, die ihn niederschmetterte. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Sind Sie der Meinung, Winston, dass die Vergangenheit tatsächlich existiert? Ich will es präzisieren. Gibt es irgendwo einen Ort, eine Welt greifbarer Gegenstände, wo die Vergangenheit noch stattfindet? Nein. Wo, wenn überhaupt, existiert dann die Vergangenheit? In Dokumenten. Sie ist aufgeschrieben. In Dokumenten? Gut. Und? In der Vorstellung, in der menschlichen Erinnerung. Also schön. Wir, die Partei, kontrollieren alle Dokumente und wir kontrollieren alle Erinnerungen. Also kontrollieren wir auch die Vergangenheit, oder? Ihr könnt Aufzeichnungen vernichten, aber nicht die Erinnerungen. Es geschieht ganz unwillkürlich. Wie wollt ihr die Erinnerungen kontrollieren? Meine habt ihr nicht kontrolliert. O'Brien legte die Hand auf den Skalenring der Apparatur. Umgekehrt, sagte er. Sie haben sie nicht kontrolliert, deshalb sind sie hier. Ihnen mangelt es an Demut und Selbstdisziplin. Sie ziehen es vor, ein Verrückter einer Minderheit zu sein. Das hat sie hierher gebracht. Sie halten die Wirklichkeit für etwas Objektives, etwas Greifbares, aber tatsächlich existiert sie nur in der menschlichen Vorstellung. Nirgendwo sonst. Nicht im Denken des Einzelnen, der irren kann und ohnehin bald zugrunde geht, sondern im Denken der Partei. Was die Partei für wahr hält, ist die Wahrheit. Das müssen Sie wieder lernen, Winston. Er wartete ein paar Augenblicke, als wollte er seine Worte wirken lassen. In Ihr Tagebuch haben Sie geschrieben, Freiheit bedeutet die Freiheit zu sagen, dass 2 und 2 4 ist. Ja. O'Brien hielt die linke hoch, mit dem Handrücken zu Winston, den Daumen versteckt und die 4 Finger ausgestreckt.
Wie viel Finger halte ich hoch, Winston? 4. Und wenn die Partei sagt, es sind nicht 4, sondern 5, wie viele dann? Wie viele Finger? 4. Das war nur ein schwacher Stromstoß. Winston war schweißgebadet. Luft schoss in seine Lungen und strömte mit einem dumpfen Stöhnen, das er nicht einmal mit zusammengebissenen Zähnen unterdrücken konnte, wieder aus. O'Brien beobachtete ihn und hielt die 4 Finger immer noch hoch. Er drehte den Regler zurück. Wie viele Finger, Winston? 4. Und wenn die Partei sagt, es sind 5 Finger, wie viele Finger, Winston? 4. 4. Was soll ich sagen? Was soll ich denn sonst sagen? 4! Die Nadel musste weiter gestiegen sein, aber er sah nicht hin. Das strenge Gesicht und die 4 Finger füllten sein Gesichtsfeld. Die Finger ragten vor seinen Augen auf wie Säulen, gewaltig, verschwommen und scheinbar schwankend, aber es waren unverkennbar 4. Wie viele Finger, Winston? 4! Aufhören! 4, 5! Nein, Winston, das hat keinen Zweck. Sie lügen. Sie glauben noch immer, dass es 4 sind. 4, 4, 5, 4! Was Sie wollen! Lassen Sie den Schmerz aufhören! Lassen Sie den Schmerz aufhören! Er war vielleicht für ein paar Sekunden ohnmächtig gewesen. Plötzlich saß er aufrecht und O'Brien hatte ihm den Arm um die Schultern gelegt. Die Gurte, die ihn an die Unterlage gefesselt hatten, waren gelöst worden. Er fror. Tränen liefen ihm über die Wangen. Er hatte das Gefühl, dass O'Brien sein Beschützer war, dass der Schmerz etwas war, das von außen kam, aus einer anderen Quelle. Und dass es O'Brien war, der ihn davor beschützen würde. Was soll ich denn sagen? Schluchzte er. Was? Ich sehe doch nur das, was ich sehe. 2 und 2 ist 4. Manchmal, Winston. Manchmal ist es auch 5. Manchmal 3. Manchmal alles zusammen. Sie müssen sich mehr Mühe geben. O'Brien nickte dem Mann im weißen Kittel zu, der während der ganzen Prozedur reglos dabei gestanden hatte. Der Mann im weißen Kittel beugte sich über Winston, betrachtete aufmerksam seine Augen, fühlte ihm den Puls, legte ihm das Ohr auf die Brust und klopfte ihn ab. Dann nickte er O'Brien zu. Nochmal! Wie viele Finger, Winston? Der Schmerz floss in Winstons Körper. 4, 5! Die Nadel musste bei 70, 75 stehen. Ich vermute, es sind 4. Was wollen Sie? Mir einreden, Sie sähen 5? Oder Sie sehen sie wirklich? Nochmal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. 4, 5, 6. Ich weiß es nicht. Die Nadel war jetzt vielleicht bei 80, 90. Hinter seinen Augenlidern schien sich ein ganzer Wald von Fingern wie im Tanz zu wiegen, sich zu verflechten und zu entflechten, hintereinander zu verschwinden und wieder aufzutauchen. Schon besser. Lehnen Sie sich jetzt zurück. Eine Nadel glitt in Winstons Arm. Entspannen Sie sich. Fast augenblicklich durchströmte eine selige, heilsame Wärme seinen Körper. Wenn die Partei sagt, dass 2 plus 2 5 ist, Freundinnen und Freunde, dann werden wir der Partei vertrauen. Ja, denn Unwissenheit ist Stärke
Und Freiheit ist Sklaverei. So macht die Partei unser Leben und unsere Zukunft leichter und jeden Tag schöner. Der Schmerz war bereits halb vergessen. Winston schlug die Augen auf und sah dankbar zu O'Brien empor. O'Brien war ein Mensch, mit dem man reden konnte. Vielleicht wollte man weniger geliebt, als vielmehr verstanden werden. Wissen Sie, wo Sie sich befinden, Winston? Ich weiß es nicht. Aber ich denke mir, im Ministerium für Liebe. Wissen Sie, wie lange Sie schon hier sind? Ich weiß es nicht. Tage, Wochen, Monate. Und warum, glauben Sie, bringen wir die Leute hierher? Damit sie gestehen. Nein, das ist nicht der Grund. Wir haben sie hierher gebracht, um sie zu heilen, um sie geistig gesund zu machen. Keiner, der hierher gebracht wird, verlässt diesen Ort, ohne geheilt worden zu sein. Wir interessieren uns nicht für diese albernen Delikte, die sie begangen haben. Die Partei interessiert sich nicht für die offene Tat. Uns kommt es ausschließlich auf den Gedanken an. Wir vernichten unsere Feinde nicht bloß, wir verändern sie. Verstehen Sie, was ich damit meine? Er beugte sich über Winston. Sein Gesicht wirkte aus der Nähe riesengroß und so von unten gesehen furchtbar hässlich. Als erstes müssen Sie einmal begreifen, dass es hier keinen Märtyrertod gibt. Sie haben von den Religionsverfolgungen der Vergangenheit gelesen. Im Mittelalter gab es die Inquisition. Sie erwies sich als Fehlschlag. Sie wollte die Ketzerei ausrotten und sorgte am Ende für ihren Fortbestand. Später im 20. Jahrhundert kamen dann die sogenannten totalitären Regime. Da gab es die deutschen Nazis und die russischen Kommunisten. Die Russen verfolgten die Ketzerei grausamer, als es die Inquisition getan hatte. Und sie glaubten, aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. Jedenfalls wussten sie, dass es keine Märtyrer geben durfte. Und wieder lautet die Frage, warum? Weil die Geständnisse, die sie abgelegt hatten, eindeutig erpresst und unecht waren. Uns unterlaufen solche Fehler nicht. Alle hier abgelegten Geständnisse sind echt, dafür sorgen wir. Und vor allem lassen wir nicht zu, dass sich die Toten gegen uns erheben. Hören Sie auf, sich einzubilden. Die Nachwelt werde Sie rechtfertigen, Winston. Die Nachwelt wird nie von Ihnen hören. Sie werden restlos aus dem Strom der Geschichte entfernt. Wir werden Sie vaporisieren und in die Stratosphäre blasen. Es wird nichts von Ihnen übrig bleiben. Sie werden nie existiert haben. Warum dann noch die Mühe, mich zu foltern? Dachte Winston mit einem Anflug von Bitterkeit. O'Brien blieb stehen, so als hätte er diese Überlegung erwartet. Fragen Sie sich jetzt, warum wir es trotzdem machen? Weil Sie ein Makel sind, der ausgemerzt werden muss, Winston. Wir geben uns nicht mit erzwungenem Gehorsam, nicht einmal mit hündischer Unterwerfung zufrieden. Wir vernichten den Ketzer nicht, weil er uns Widerstand leistet. Solange er uns Widerstand leistet, vernichten wir ihn nie. Wir bekehren ihn. Wir brennen ihm alles Böse und jede Illusion aus. Wir machen ihn zu einem von uns, bevor wir ihn töten. Früher stieg der Ketzer noch immer als Ketzer auf den Scheiterhaufen, aber wir machen das Gehirn zuerst vollkommen, bevor wir es ausblasen. Keiner widersteht uns. Jeder wird reingewaschen. Und wenn wir mit ihnen fertig sind, bleiben nur noch die leere Hülle und Liebe zum großen Bruder. Seine Stimme hatte zuletzt fast träumerisch geklungen. Die leidenschaftliche Erregung, die an Wahnsinn grenzende Verzückung stand noch in seinem Gesicht. Jetzt blieb er stehen und sah auf Winston herunter. Seine Stimme war wieder streng. Glauben Sie nicht, dass Sie sich retten können, Winston. Egal, wie vollkommen Sie sich uns ergeben. Keiner, der auf die schiefe Bahn geraten ist, wird verschont. Was hier geschieht, ist endgültig. Machen Sie sich das von vornherein klar. Wir werden Sie niederwerfen, so niederwerfen, dass Sie nie wieder aufstehen. Sie werden Dinge erleben, von denen Sie sich in 1000 Jahren nicht erholen.
Alles in ihnen wird tot sein. Keine Liebe, Freundschaft, Lebensfreude. Sie werden hohl sein, ausgequetscht und mit unserem Denken gefüllt. Er gab dem Mann im weißen Kittel ein Zeichen und Winston registrierte, dass irgendeine schwere Apparatur hinter seinem Kopf in Position gebracht wurde. O'Brien hatte sich neben das Bett gesetzt, so dass sich sein Gesicht jetzt fast auf gleicher Höhe mit Winstons befand. 3000, sagte er über Winstons Kopf hinweg zu dem Mann im weißen Kittel. Er zuckte zusammen. Zwei weiche, feuchte Polster pressten sich gegen Winstons Schläfen. Wieder Schmerzen. Eine neue Art von Schmerzen. O'Brien legte beruhigend, beinahe freundlich, die Hand auf seine. Dieses Mal wird es nicht wehtun. Sehen Sie mir in die Augen. Im selben Moment erfolgte eine verheerende Explosion. Zumindest wirkte es so. Obwohl nicht feststand, dass es auch gekracht hatte. Jedenfalls gab es einen blendenden Lichtblitz. Winston war nicht verletzt, nur niedergestreckt. Ein ungeheurer, schmerzloser Hieb hatte ihn flachgelegt. Eine große Leere. So, als hätte man ein Stück aus seinem Gehirn herausgenommen. Als er wieder sehen konnte, erinnerte er sich, wer und wo er war. Das geht vorüber. Sehen Sie mir in die Augen. Mit welchem Land befindet sich Ozeanien im Krieg? Winston überlegte. Er wusste, was mit Ozeanien gemeint war und dass er selbst ein Bürger Ozeaniens war. Er erinnerte sich auch an Eurasien und Ostasien. Doch wer mit wem im Krieg lag, das wusste er nicht. Herrschte denn überhaupt Krieg? Ich erinnere mich nicht. Ozeanien befindet sich mit Eurasien im Krieg. Erinnern Sie sich jetzt daran? Ja. Ozeanien hat sich immer mit Eurasien im Krieg befunden. Von Anbeginn ihres Lebens hat der Krieg ohne Unterbrechung gedauert. Immer derselbe Krieg. Erinnern Sie sich daran? Ja. Ich hielt Ihnen eben die Finger meiner Hand hin. Sie sahen 5 Finger. Erinnern Sie sich? Ja. O'Brien hielt die Finger seiner linken hoch. Der Daumen war versteckt. Hier sind 5 Finger. Sehen Sie 5 Finger? Ja. Und er sah sie wirklich? Ja. Für einen flüchtigen Moment. Er sah 5 Finger und keine Deformation. Sie sehen, dass es immerhin möglich ist. Ja. O'Brien erhob sich mit zufriedener Miene. Links hinter ihm sah Winston, wie der Mann im weißen Kittel eine Ampulle abbrach und eine Spritze aufzog. O'Brien wandte sich lächelnd zu Winston. Er rückte sich fast in gewohnter Art die Brille zurecht. Bevor wir die Sitzung beenden, dürfen Sie mich, wenn Sie wollen, noch etwas fragen. Alles, was ich will. Alles. Was habt ihr mit Julia gemacht? Sie hat sie verraten, Winston. Sofort. Rückhaltlos. Sie würden sie kaum wiedererkennen. Ihre Widerspenstigkeit, ihre Tücke, ihre Torheit, ihre Unmoral. Alles hat man ihr ausgebrannt. Es war eine vollkommene Bekehrung. Wie aus dem Lehrbuch. Ihr habt sie gefoltert. Nächste Frage. Existiert der große Bruder? Natürlich existiert er. Die Partei existiert. Der große Bruder ist die Verkörperung der Partei. Existiert er so, wie ich existiere? Sie existieren nicht. Wird der große Bruder jemals sterben? Natürlich nicht. Wie könnte er sterben? Winston lag schweigend da. Seine Brust hob und senkte sich ein wenig rascher. Die Frage, die ihm zuerst eingefallen war, hatte er noch immer nicht gestellt. Er weiß es, dachte Winston plötzlich. Er weiß, was ich fragen will. Was ist in Zimmer 101? Sie wissen doch, was in Zimmer 101 ist. Jeder weiß, was in Zimmer 101 ist. Er winkte dem Mann im weißen Kittel mit dem Finger. Die Sitzung war offensichtlich beendet. Eine Nadel fuhr Winston in den Arm. Er sank fast augenblicklich in tiefen Schlaf. Winston. Psst. Winston. Mein Liebster.
Winston. Psst. Einfach nur da liegen. Ganz entspannt. Nicht sprechen und Augen zu. Du liegst auf einer Wiese mitten im Wald. Ein Mädchen beugt sich über dich. Mitten im Wald streicht dir über die Schläfen. Merkst du das? Manchmal, da drohen sie einem mit irgendwas, etwas Schrecklichem, an das man nicht einmal denken will. Und dann sagt man, mach das nicht mit mir. Mach das mit jemand anders. Mach das mit so und so. Und dann versucht man hinterher so zu tun, als sei es nur ein Trick gewesen. Und man hat es nur so gesagt, damit sie aufhören. Aufhören? Man hat es nicht ernst gemeint. Aber das stimmt nicht. Nein. Weil in dem Augenblick meint man es ernst. Wenn man glücklich ist, warum sollen ein Big Brother, die Dreijahrespläne und der ganze andere Dreck noch groß aufregen? Wenn ich Hurra brülle, dann denke ich, dass ich mich tarnen muss. Dann denke ich an unsere Liebe. Wer wird so dumm sein, sich gegen die Partei aufzulehnen? Das macht keiner. Das ist... Aufwachen! Tod. Winston! Winston, wachen Sie auf! Es wird Zeit, dass Sie die zweite Stufe erklimmen. Während Sie hier lagen, haben Sie sich oft überlegt, ja, Sie haben mich sogar gefragt, warum das Ministerium für Liebe Ihnen so viel Zeit und Mühe widmet. Erinnern Sie sich, dass Sie in Ihr Tagebuch schrieben, das Wie begreife ich, das Warum begreife ich nicht? Sie haben über das Warum nachgedacht. Sie haben das Buch, Goldsteins Buch, gelesen oder wenigstens Teile davon. Hat es Ihnen irgendetwas gesagt, das Sie nicht schon wussten? Sie haben es gelesen. Ich habe es geschrieben. Das heißt, ich habe mitgeholfen, es zu schreiben. Wie Sie wissen, wird bei uns kein Buch von einem Einzelnen verfasst. Stimmt, was drin steht? Nun, das Programm, das dargelegt wird, ist Unfug. Die heimliche Anhäufung von Wissen, sich ausbreitende Aufklärung, schließlich die proletarische Rebellion und der Sturz der Partei, alles Unfug. Die Proletarier revoltieren nie, nicht in 1000 Jahren. Nein, sie können es nicht. Sollten sie jemals davon geträumt haben, dann müssen sie das vergessen. Es gibt keine Möglichkeit, die Partei zu stürzen. Die Herrschaft der Partei währt ewig. Machen Sie das zum Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen. O'Brien trat näher ans Bett. Ewig, wiederholte er. Winston wusste im Voraus, dass O'Brien jetzt sagen würde, die Partei strebt nicht selbstsüchtig nach der Macht, sondern nur zum Wohle der Mehrheit. Dass sie nach der Macht griff, weil die Menschen schwache, feige Kreaturen waren, die weder die Freiheit ertragen, noch der Wahrheit ins Gesicht blicken konnten und deswegen von anderen, die stärker waren als sie, beherrscht und systematisch betrogen werden mussten. Und das Schreckliche ist, dass O'Brien wirklich daran glaubt. Ja, man sieht es ihm an. O'Brien weiß 1000-mal besser, wie die Welt wirklich aussieht. Er hat alles begriffen und ändert nichts. Der Endzweck rechtfertigt alles. Was kann man gegen einen Wahnsinnigen unternehmen, der intelligenter ist als man selbst, der sich die Argumente des anderen in Ruhe anhört und dann ganz einfach weiter auf seinem Wahnsinn besteht? Ihr beherrscht uns zu unserem eigenen Besten, weil ihr glaubt, dass die Menschen nicht fähig sind, sich selbst zu regieren. Ja, das glaubt ihr. Er fuhr hoch und hätte beinahe laut aufgeschrien. Heftiger Schmerz war durch seinen Körper gerast. O'Brien hatte den Regler auf 35 gedreht. Das war dumm, Winston. Sehr dumm. Er drehte den Regler langsam zurück und fuhr fort. Richtig lautet die Antwort wie folgt. Die Partei strebt nur aus eigenem Interesse nach Macht. Das Wohl anderer interessiert uns nicht. Uns interessiert einzig die Macht. Weder Reichtum und Luxus, noch langes Leben und Glück. Nur Macht.
reine Macht. Macht ist kein Mittel, sondern ein Endzweck. Man errichtet keine Diktatur, um eine Revolution zu garantieren. Man macht die Revolution, um die Diktatur zu errichten. Ziel der Verfolgung ist die Verfolgung. Ziel der Folter ist die Folter. Das Ziel der Macht ist die Macht. Begreifen Sie allmählich. You've got two new messages. First message. 1, 2, 3. Test, test. 3, 4. Ich bin Julia. Julia Gordon. Klar. Ich bin Parteimitglied, Freunde. Überzeugt. Ja, auch das, Genossen. Und Big Brother? Für den schwärme ich, Sister. Darin bin ich fantastisch. Big Brother, das ist meine Nummer 1. Mein Vaterland? Natürlich. Lieb ich auch. Spucke mit euch gemeinsam, Parteigenossen, auf alle Feinde Ozeaniens. First message. Message received. Last Friday. Erstens. Gott ist die Macht. Die Macht ist kollektiv und wir sind die Priester dieser Macht. Ein Individuum besitzt nur dann Macht, wenn es aufhört, ein Individuum zu sein. Deshalb lautet die Parole der Partei, Freiheit ist Sklaverei. Ist Ihnen schon einmal die Idee gekommen, dass man das auch umkehren kann? Sklaverei ist Freiheit? Allein und frei geht jeder Mensch zugrunde, denn der Mensch ist zum Sterben verurteilt. Das ist seine größte Schwäche. Doch wenn er sich vollständig, total unterwerfen, seiner Identität entfliehen, in der Partei aufgehen kann, dann ist er allmächtig und unsterblich. Zweitens, Macht meint immer Macht über Menschen, über den Körper, vor allem aber über den Geist. Macht über die Materie, über die äußere Realität, wie Sie sagen würden, Winston, ist nicht wichtig. Denn unsere Kontrolle über die Materie ist bereits absolut. Wir kontrollieren die Materie, weil wir den Geist kontrollieren. Realität findet hier in diesem Schädel statt. Sie werden das schrittweise schon noch lernen. Wenn ich wollte, könnte ich wie eine Seifenblase über dem Boden schweben. Ich will es nicht, weil die Partei es nicht will. Sie müssen diese ins 19. Jahrhundert gehörenden Vorstellungen von den Naturgesetzen über Bord werfen. Die Naturgesetze machen wir. Das tut ihr nicht. Ihr seid nicht einmal die Herren dieses Planeten. Was ist mit Eurasien und Ostasien? Ihr habt sie nicht erobert. Unwichtig. Wir erobern sie dann, wenn es uns passt. Und wenn nicht? Was macht das schon für einen Unterschied? Aber die Welt selbst ist nur ein Staubkorn. Und der Mensch ist winzig. Hilflos. Wie lange gibt es ihn denn schon? Millionen von Jahren war die Erde unbewohnt. Unsinn. Vor dem Menschen gab es nichts. Nach dem Menschen, würde er zu existieren aufhören, gäbe es ebenfalls nichts. Außerhalb des Menschen existiert nichts. Das ganze Universum ist außerhalb von uns. Nehmen Sie nur einmal die Sterne. Manche sind Millionen Lichtjahre weit weg. Wir werden sie niemals erreichen. Was sind schon die Sterne? Ein bisschen Feuer, ein paar Kilometer weit weg. Wenn wir wollten, könnten wir sie mühelos erreichen. Wir könnten sie auslöschen. Die Erde ist der Mittelpunkt des Universums. Die Sonne und die Sterne drehen sich um sie. Die Sterne können nah und fern sein, je nachdem, wie wir es brauchen. Glauben Sie, das könnten unsere Mathematiker nicht? Haben Sie Doppeldenk vergessen? Wenn die Partei sagt, so softly, dass 2 plus 2 5 ist, that his feet made no Freundinnen und Freunde,
dann ist es unsere Pflicht, der Partei zu vertrauen. Ja, manchmal müssen wir anerkennen, dass Schwarz eigentlich weiß ist. Und es genügt nicht, es nur zu behaupten. Wir müssen es wirklich glauben. Ja, nur so kann die Partei unser Leben und unsere Zukunft gestalten. Leichter und jeden Tag schöner. Unwissenheit ist Stärke und Freiheit ist Sklaverei. George Orwell, 1984. Aus dem Englischen von Michael Walter. Dritter Teil. Erzähler Franz Petzold. Winston Smith, Felix Göser. Julia Gordon, Elisa Plüss. O'Brien, Jens Harzer. Parsons, Wolfram Koch. Stimmen Teleschirm, Bibiana Beglau und Max von Pufendorf. Songs, Another Plus Band. Ton und Technik, Martin Eichberg, Andreas Meinitzberger und Philipp Adelmann. Regieassistenz, Beate Becker. Musik, Bearbeitung und Regie, Klaus Buhlert. Produktion, Bayerischer Rundfunk und Deutschlandfunk Kultur, 2021.